Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe. Dies sind die Adventskalender von Blue Bricks. Ganz genau so ist es. Den kennt ihr schon aus dem letzten Jahr. Burg Blaustein, 35 Euro. Und dies hier ist jetzt der Leuchtturm des Astronomen, 30 Euro. Das ist der aktuelle. 820 Teile, über 900 Teile. Wir machen ein kurzes Ding hier draus. Ich brauche kein großes Video, Mann. Hierzu gab es schon ein Video. Das passt, lässt sich natürlich schön bauen. Hier ebenso. Und dies sind natürlich die beiden Leuchtturmsets von Blue Bricks. Das sind die, auf die man schaut, die natürlich auch die Marke ausmachen. Das sind für mich die besten Sets, die es am Markt gibt, aus Systemsteinen, insbesondere bei Blue Bricks sowieso. Ich wüsste aber auch bei keinem anderen Hersteller was Besseres. Falls ihr Lust drauf habt, Blaustein 200 in groß, 240. Der Leuchtturm. Das ist das, was ihr bekommt. Standard Blue Bricks pro Verpackung. Ihr kennt das alles, da ist nichts Besonderes dabei. Einmal der Leuchtturm, selbstverständlich 821 Teile. Die Abenteuer der Rückseite, vor dem man sich fürchten müsste. Einfach noch einmal kurz ein paar Details. Wie ihr das von einem Adventskalender kennt, könnt ihr den aufklappen. Ihr habt ein bisschen die stürmische See und 24 Türchen. Das könnt ihr aufrupfen. Drin findet ihr dann hier dieses klassische Plastikgerippe plus natürlich die Anleitung. Und wenn man das da so rausfuddelt aus den Dingern, ist das ein ordentlicher Stapel. Sag ich mir natürlich, das hätte man sparen können, irgendwie eine Anleitung, dann wäre das weniger geworden. Nee, wäre es nicht, weil die sind eng bedruckt. Ja, also das kannst du nicht wirklich kleiner machen. Da tut sich an der Stelle nichts. Ich habe mal die 24 oben drauf gepackt, denn es gibt am Ende Weihnachtsdekoration, die ihr anbringen könnt, so ihr denn wollt. Und dann habt ihr hier, gib ihm also alles dabei. Ja, großer Spaß für die ganze Familie. Ich denke mir natürlich, es hätte einen wertigeren Eindruck für mich gemacht, wenn am Anfang, wenn am ersten Tag eine Anleitung drin gewesen wäre, die das gesamte Set beinhaltet. Es ist sowieso abgedruckt, was man bekommt. Also ich finde nicht, dass das irgendwie den Erfolg des Adventskalenders geschmälert hätte und man hätte ein schönes Booklet richtig habe. Hätte man auch zwei, drei schönere Bilder noch einmal können. Es wäre ein bisschen gebunden. Es hätte für mich mehr hergemacht, als immer so eine zerknautschte Papieranleitung daraus zu holen. Nur für mich. Es gibt mit Sicherheit welche, die wollen es so. Grundsätzlich, ja, das Konzept ist das gleiche. Einmal kurz die Nahaufnahme. Es ist schon einigermaßen begeisternd, wie gut dieses Set dargestellt ist in dieser Miniatur. Das ist schon... Mama. Fehlt da eine Ecke? Habe ich da eine Ecke abgerupft? Mir kommt es gerade so vor, als würde ein Teil fehlen. Mist, ich sehe es von der Seite nicht. Verzeiht es mir bitte, falls es so wäre. Ich habe es nochmal transportiert, möglicherweise ist ein Teil abgefallen. Aber ihr bekommt, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck davon. Es ist aufwendig gebaut, es dauert auch relativ lang. Es sind natürlich kleine Teile, wie soll es auch anders sein? Es ist ja schließlich ein kleines Set und ihr könnt es aber auch auseinandernehmen. Und das finde ich... Also ich finde das sensationell. Ihr seht die Technik, wie das gebaut ist. Man hat diese Wände und dann von außen wird das so verschalt. Hier ist mehr Bautechnik drin als in sehr vielen anderen Sets von führenden Klemmbausteinmarken. Hier ist richtig was los. Es ist witzig gebaut, vieles aber natürlich auch dank des kleinen Maßstabs ist angedeutet nur, es sind kleine Bautechniken, aber ihr seht, es ist nicht in irgendeiner Form instabil. Die Teile sind in Ordnung. Wir haben nicht die Top-Qualität von dem tatsächlichen Leuchtturm. Das sind von den Angriffspunkten her für mich die Bausteine. Aber es ist für die Bautechnik, die verwendet wird, für ein Modell, für ein Haus, absolut in Ordnung. Was man jetzt hier noch ein bisschen machen kann, hier kann man noch ein bisschen den Monk an den Start bringen und alle einzelnen Käseslopes wirklich perfekt ausrichten, damit das hier alles so richtig schön aussieht. Aber es ist ein Slope auf einer Noppe und den kann man natürlich frei drehen, wie man möchte. Aber es funktioniert. Die rasten auch richtig ein. Ihr seht hier unten drunter das Muster, was halt genau hierzu passt. Und das fuddelt man hinein und dann sitzt es auch gut. Also die Passgenauigkeit ist auf jeden Fall gegeben. Macht euch überhaupt keine Sorgen, habt keine Angst. Lasst euch nicht verunsichern. Das Set macht Spaß und es ist jetzt eine grundsätzliche Überlegung. Wollt ihr für 30 Euro ein Modell dann da haben, was ihr dann hinstellt und was putzig aussieht, was dann vielleicht auch dazu passt? Vielleicht gibt es ja auch hier nochmal Erweiterungen, vielleicht auch hier noch dazu. Natürlich das Planetarium nächstes Jahr, möglicherweise.
Und ihr stellt die so nebeneinander und ihr habt von den 30 Euro was? Oder wollt ihr lieber jeden Tag was Kleines, Nettes haben, damit ihr immer ein abgeschlossenes Bauprojekt habt, mit dem ihr herumfuddeln könnt, so wie wir es bei Star Trek letztes Jahr hatten. Und da wird es ja auch dieses Jahr noch den Stargate-Kalender geben, werde ich euch auch noch zeigen. Ich persönlich bevorzuge sowas, weil ich dann wirklich was habe. Das ist auch ein Adventskalender vom letzten Jahr, den ich immer noch habe. Das war sehr auch sehr gewöhnlich ist. Normalerweise lösen die sich bei mir irgendwie auf. Den habe ich tatsächlich noch so. Und genau das gleiche wird es mit dem hier sein. Und darüber freue ich mich. Ich bin ein klarer Favorit dieser Sache, erzähle ich auch bei Lego immer. Kauft ein gebrauchtes, schönes Set, teilt es auf 24 Tütchen und der Beschenkte hat wesentlich mehr Freude als in diesen kleingefuddelten Sachen, die sowieso in der Restekiste landen. Das ist zumindest mein Eindruck. Genau. Ein kurzer Einblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt eine großartige Zeit und nette Leute um euch. Bis bald.